So, servus Freunde der Sonne, da sind wir wieder zurück bei Baphomets Fluch Teil 1 ohne Untertitel. Ja, okay, also letztes Mal waren wir hier im Gespräch mit Nico und wir hatten ja mit George zusammen das Pergament von Thomas Muller aus seinem Hotelzimmer geklaut, nicht aus seinem Hotelzimmer, aus dem Safe, wo er es im Hotel Ubu hinterlegt hatte. Und ja, es gibt wohl einen direkten Verweis auf die Tempelritter und den sagenumwobenen Schatz der Templer. Die Frage ist, was gibt es für einen Zusammenhang zwischen den Morden und dem Schatz der Templer, nachdem augenscheinlich wohl dieser Mullah sucht und weswegen er vielleicht auch diese Leute tötet? Was mich zu der Frage führt, ob die Getöteten vielleicht irgendwie im Zusammenhang mit den Templern stehen oder den Nachfolgern der Templer, die ja angeblich immer noch existieren sollten, vornehmlich wohl in England. Es gibt übrigens auch Vermutungen, dass es wohl noch Templergruppierungen in Indien geben soll, um jetzt mal so ein bisschen geschichtliches Wissen herauszukramen und ein bisschen Verschwörungstheorie zu betreiben. Ja, auf alle Fälle hat Nico uns ja was zu den Templern letztes Mal erzählt und ich hatte ja gesagt, ja, das passt geschichtlich eigentlich alles soweit. Ich kann jetzt mal das noch ein bisschen ausführen, wenn vielleicht Interesse besteht. Also ja, warum wurden die Templer verfolgt? Das ist so ein bisschen darauf zurückzuführen, wie Nico schon sagte, viele Adlige und Könige hatten sich halt bei den Templern verschuldet, weil die Templer waren recht reich geworden. Und viele Adelshäuser in Europa haben sich von den Templern halt Geld geliehen und einer von ihnen war unter anderem auch der französische König. Ich glaube, das war Philipp der Sechste, müsste das, glaube ich, gewesen sein. Und er war so hoch verschuldet, dass er die Schulden niemals hätte zurückzahlen können. Deswegen hat er halt diesen perfiden Plan geschmiedet. Und die Templer beim Papst, jetzt habe ich den Namen aber vergessen, welcher Papst es gewesen ist, müsste ich nochmal in meine Bücher gucken, hat sie da angeschwärzt, dass sie angeblich einen Götzen anbeten, den sogenannten Baphomet. Und hat sie halt der Ketzerei beschuldigt. Und der Papst stand halt eben schlussendlich unter Zugzwang und musste die Templer halt anklagen. Weswegen sie dann halt eben zerstört wurden, will ich es mal so nennen. Der englische König übrigens war den Templern trotzdem noch recht wohlgesonnen und hat viele auch unter seine Obhut genommen und sie in England versteckt, weswegen die letzten Templer eigentlich dann noch in England zu finden waren. Ja, und Jacques de Molay hat halt ein bisschen Pech gehabt mit seinem Amt und der ist halt eben der letzte Großmeister gewesen, der halt auf dem Scheiterhaufen verbrannt ist für seine Sünden. Gut, das nur mal so am Rande. Wie gesagt, wir sind hier jetzt immer noch im Gespräch mit Nico und ja, dann gehen wir doch mal noch die restlichen Gesprächsthemen durch. Dann fangen wir doch mal bei dem hässlichen Was Clown tust du, an. damit der Killer-Clown aufgespürt wird? Nachforschungen, George. Ja? Hast du ein Exemplar des Clown-Jahrbuches? Ich habe ein Telefon und jede Menge Kontakte. Oh, nun, hast du etwas Nützliches herausgefunden? Noch nicht. Ich setze gerade meine erste und wichtigste Waffe ein. Was ist das? Geduld. Davon habe ich schon gehört. Ist das nicht ein Ersatz für klares Denken? Ach, ist das toll. Hast du einen Freund? Was? Nicht mehr. Es gab mal jemanden, einen Typen in der Abschlussklasse. Aber es hat nicht geklappt. Genauso wenig wie mein Examen. Tut mir leid. Mir nicht. Okay. Die Frage kam jetzt etwas sehr überraschend. Damit habe ich jetzt nicht wirklich Erzähl mir gerechnet. mehr über deine Familie. Als kleines Mädchen habe ich den Winter immer bei meinen Großeltern verbracht. Das waren die besten Tage. Warm und sicher in ihrem kleinen Häuschen. Mein Großvater drehte Zigaretten und meine Großmutter machte heiße Schokolade und Kuchen. Eines Tages hörte er auf zu drehen, schloss den Deckel seiner Tabakdose und nahm mich in die Arme. Ich lachte und zappelte, aber er besänftigte mich, damit ich ruhig war. Mit seinem unrasierten Kinn an meinem Ohr kratzend erzählte er mir sein Geheimnis. Was hat er gesagt? Er sagte, ich rauche gar nicht, aber sie soll ruhig glauben, dass ich es tue. Was für ein sonderbarer alter Mann. Will Gott Nein, sagen. mein Großvater nicht sonderbar, er war der netteste Typ überhaupt. Ich wünschte, ich wäre wieder in dem Häuschen, statt in diesem miesen Apartment in dieser lauten Stadt. Okay. Warum hat er so getan, als ob er rauchen würde? Strange, okay. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Hinterfragen wir das nicht. So, okay. Also das sind übrigens die beiden Gründungsmitglieder der Templer. Schlussendlich waren es aber eigentlich sechs, die den Templerorden dann später gegründet haben. Schau mal.
Zwei Typen auf einem demselben Pferd. Toll. Da ist ein Typ mit Schwert und einem Stier. Der einzige Stier aus der Mythologie, den ich kenne, ist der Minotaurus, aber auch nur zur Hälfte. Ich möchte lieber nicht zur Hälfte Stier sein, nicht mal, wenn es die untere Hälfte wäre. Was ist das für ein Gegenstand in der Mitte? Sieht aus wie ein Edelstein auf einem Dreibein. Aha. Okay. Da arbeitet jemand an einem Webstuhl. Er webt einen Teppich oder einen Wandbehang. Oder eine Steppdecke. Ich schätze mal, dass es ein Hinweis auf einen Ort ist. Ein berühmter Ort für Weberei und Schifffahrt. Wo das Volk in Fässern wohnt? Immer noch besser als in Kartons. verdammt nochmal, wann habe ich jetzt eigentlich diese Aufnahme gestartet? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war 5 vor oder so. Kann das sein? Keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Was haben wir hier noch? Ein Ritter mit einer Kristallkugel. Auf der Schriftrolle neben dem Ritter steht etwas. Ja, aber es ist in Latein. Per disciplinum mea lux videbis. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Du sprichst Latein? Wer hat dir denn das Kunststück beigebracht? Kunststück? Ich habe Jura studiert, okay? Ich kann Latein. Oh, bist du aber empfindlich. Erzähl mir das nochmal. Okay. Eine Frau sieht in den Spiegel in ihr Spiegelbild. Aber das zeigt 3 scheußliche Gesichter. Sie erinnert mich an die böse Königin in Schneewittchen. Sie sagte Spieglein, Spieglein an der Wand, oder nicht? Wegen ihr musste ich als Kind so weinen, dass meine Mutter mich aus dem Kino tragen musste. Mich hat sie überhaupt nicht erschreckt. Wie ich schon sagte, ich war noch ein Kind. Das Krokodil in Peter Pan konnte ich auch nicht leiden. Machen wir uns nichts vor. Wir brauchen Hilfe, George. Von jemandem, der von diesen Dingen etwas versteht. Wen schlägst du vor? Indiana Jones? Ich kenne einen Typen, der sich auf mittelalterliche Studien spezialisiert hat. Sein Name ist Lobineau. Puh, ein spießiges altes Fossil, das nur bei altertümlichen Reliquien geil wird, nehme ich an. Weil mir fehlt. André ist nicht der stereotype Professor, an den du jetzt denkst. Wo kann ich diesen Lobineau-Typen finden? Im Museum von Croon. Ich gebe dir die Adresse. André Lobineau. Irgendwas klingelt da. Der taucht, glaube ich, auch in späteren Teilen nochmal auf, dieser André. Ja gut, egal. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Nee, ich glaube, das ist soweit alles gesagt, oder? Haben wir hier noch was? Das haben wir gesehen, das haben wir gesehen, das haben wir gesehen, das haben wir gesehen, das haben wir gesehen. Ich glaube, sonst haben wir hier nichts weiter, oder? Nein. Gut, ich möchte bitte wieder zurück. Herzlichen Dank. Zurück, jetzt, bitte danke, bitte jetzt. Ich komme nicht zurück, dann gucken wir uns die Sache halt nochmal an. Schau mal. Ja. Da ist ein Typ zwischen ihm. Edelstein und so. Da aber. Ja. Eine Frau sieht ihn, aber das zeigt. Ja. Ein Ritter mit auf der durch meine. Ja. Okay, so, dann sind wir wieder draußen. Dann denke ich mal, dass es hier das soweit gewesen ist. Ich muss gehen. Okay. Vergiss nicht, nach Lobineau im Museum von Croon zu fragen. Ja. Genau das war nämlich jetzt auch mein Plan, was ich jetzt in die Tat umsetzen werde. Aber vorher gucke ich noch kurz in mein Tagebuch rein. Lady Pyrmont ist fantastisch. Also wenn ich ein paar hundert Jahre älter wäre. Und es, mein Reden, ich hab's auch schon gesagt. Nachdem sie mir geholfen hat, seinen Zimmerschlüssel zu bekommen, hat sie sein Hotelsee für mich geknackt. Genau. Weil das Manuskript verstaut, dafür wurde Plantar also getötet. Aber warum? Ich zeigte Nico das Manuskript. Ich denke, sie war beeindruckt. Ja, auf jeden Fall. Okay. Sie wusste sofort, dass es etwas mit den Tempelrittern zu tun haben musste. So einem mächtigen mittelalterlichen Orden mit zu wenig Pferden für alle oder so ähnlich. Sie besaßen aber verborgene Schätze. Es geht ihnen nur ums Geld. Es ist so schlimm. Gut. Dann denke ich, wird es jetzt mal Zeit, dass wir uns auf den Weg zum Museum machen. Hier blinkt es überall. Achso. Was? Musée Croon. Poste de Police, Rue Charie und das ist das Café de Chandelier, ja, aber da müssen wir, glaube ich, nicht hin. Ich denke, wir sollten schnurstracks mal zum Museum gehen und uns mal mit diesem Lobineau treffen. Schick. Du darfst da ruhig reingehen, George. Oh Gott, ich habe das Gefühl, das wird schwieriger, als ich dachte. Sieh mal, ein Erstaunen. Ein Dreibein. In der Vitrine steht ein mickriges Dreibein, vom Alter geschwärzt und vom Rost zerfressen. Es ist identisch mit dem in der Handschrift abgebildeten Dreibein. Ja, das habe ich mir gerade so gedacht. Ein Schild aus das 15. Jahrhundert, Ursprung Westirland. Man hat es in Loch Marn gefunden, auf dem Gelände eines Tempelritterklosters. Irland. Was ist?
Dieses Dreibein wurde in Irland gefunden. Ich muss Sie bitten, nicht so laut zu sprechen. Tut mir leid, ich war so aufgeregt. Okay. Irland also? Tja. Als ich meine Hand in die Nähe der Vitrine strecke, schrillt es auf einmal los. Ich erstarre. Dann versuche ich, mich zusammenzunehmen und nicht aufzufallen. Non, Monsieur, non, et non. Okay. Du bist hier der Einzige in dem ganzen Museum. Es ist klar, wenn hier irgendwie eine Alarmanlage schrillt, dann wirst du wahrscheinlich derjenige welche gewesen sein, der sie ausgelöst hat. Held. Ein an der Wand angebrachter Metallstab führt zum Fenster. Das soll dann wohl auch eine Alarmanlage sein. Ich werde mich jetzt hier mal ein bisschen zurückhalten mit irgendwelchen Sachen ankrabbeln. Schauen wir uns doch aber ja noch ein bisschen weiter um. Der Totempfahl sieht im Museum hier absolut fehl am Platz aus. Das stimmt allerdings. Wow! Und er peilt es nicht. Okay. Guck mal hier, dieses tolle Sonnenscheibe, was das ist. Erinnert mich so ein bisschen an die Uncharted-Reihe. Und zwar an den dritten Teil, glaube ich. Ja. Da kommt auch so eine Sonnenscheibe zum Tragen. Ja. Schaut euch mal das Let's Play von Bruger an. Dann wisst ihr wahrscheinlich, was ich mit dieser Scheibe hier meine. Okay, quatschen wir mal kurz den Typen an. Monsieur. Sind Sie Lobineau? Oh nein. Wie können Sie mich nur mit ihm verwechseln? Nein, ich bin der Hilfshausmeister. Aber Lobineau arbeitet doch hier. Arbeiten? Also so würde ich das nicht unbedingt ausdrücken. Er studiert hier zwar an den meisten Tagen, aber wie Sie selbst sehen können, heute nicht. Und wo ist der gute Mann? Können Sie mir weitere Informationen über das Dreibein geben? Sicherlich, Monsieur. Es ist berüchtigt, jawohl. Dieses Dreibein, das gehörte John Dee. John Dee? John Dee, der klingelt gerade gar nichts. Was ist so aufregend an John Dees Dreibein? Dee war der berühmteste Kontorsionist des 16. Jahrhunderts, der Houdini seiner Zeit. Meinen Sie nicht Alchemist? Kontorsionisten benutzen Seile, Ketten und Handschellen, kein Dreibein. Egal, was immer er war, auf jeden Fall hat er das Dreibein bei seinen Experimenten benutzt. Was für Experimente hat dieser John Dee mit seinem Dreibein gemacht? Och, das Übliche. Haben Sie in der Schule denn keine Chemie gehabt? Schon, aber wir haben Taumatologie übersprungen. Aber Leute, hier bei mir in der Bude ist gerade voll die Action. Also bei mir in der Wohnung hier kracht dauernd im Flur. Keine Ahnung, was da los ist. Ist leicht beängstigend. Ich warte nur auf den Moment, wo hier jemand durch die Tür fällt. Nein, es passiert nichts. Gut, dann können wir weitermachen. Kann ich mir das Dreibein mal etwas näher ansehen? Wie bitte? Aus der Vitrine herausnehmen? Ah, no. Dieses Dreibein wird von einem raffinierten Überwachungssystem gesichert. Wie raffiniert? Eine ohrenbetäubend laute Klingel. Raffiniert. Unglaublich raffiniert. Wie wird die Alarmglocke ausgelöst? Durch den leichtesten Druck auf oder Bewegung von irgendeinem Teil der Vitrine, in der sich das Dreibein befindet. Ich finde, dass die Bezeichnung raffiniert für Ihre Alarmanlage doch etwas gewagt ist. Sie hat bisher noch nie versagt. Die Raffinesse liegt in ihrer Einfachheit. Okay. Bin ich gewillt, dieses Dreibein irgendwie aus dieser Vitrine zu entfernen? Ich glaube schon, meine Damen und Herren. Wissen Sie etwas über die Tempelritter? Nein, Sir, nicht das Geringste. Das Schild am Dreibein besagt, dass es in einem Templerkloster gefunden wurde. Ach ja? Sagt er überhaupt nichts über John Dee? Wie schrecklich. Sie wissen nicht zufälligerweise etwas über das Dreibein, oder? Nein, leider nicht. Ich hatte keinen sehr guten Start ins Leben, müssen Sie wissen. Oh Gott, jetzt geht das Gejammer los. Das Besitze verdanke ich meinem Onkel. Er war Optiker, hatte in seiner Freizeit aber auch die Lehrerstelle an der Dorfschule inne. Er hat mir das Alphabet beigebracht. Naja, 19 Buchstaben davon. Die unterste Linie auf dem Schaubild war so klein, dass nicht mal er sie lesen konnte. Also hat er sie einfach ausgelassen. Warum fangen Sie nicht nochmal an und gehen in die Abendschule? Wissen Sie, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Meinen Sie, wenn ich viel lerne und alle Hausaufgaben mache, könnte ich Professor für Geschichte werden? In Ihrem Alter träumen Sie weiter. Das sind Schicksalsschläge, meine Damen und Herren. Das sind Schicksalsschläge. Das ist zutiefst traurig. Ja.
Wissen Sie etwas über mittelalterliche Handschriften? Ich doch nicht, Monsieur. Ich bin kein Gelehrter, auch wenn mich die Leute dafür halten. Macht wahrscheinlich die Uniform. Sie sehen die Uniform, Sie sind beeindruckt. Und bitten Sie, Ihre Autos zu parken? Und bitten mich, Ihre Autos zu parken? Nein, nein, nein. Sie nehmen an, dass ich eine Autorität für die mir anvertrauten Ausstellungsgegenstände bin. Obwohl Sie fast nichts über Geschichte wissen. So ist das auch wieder nicht. Ich sage nur, dass ich kein Gelehrter bin. Nicht wie Monsieur Lobineau. Okay, dann kennst du aber vielleicht Haben den Club Alamut. Haben Sie vom Club Alamut gehört? Oh nein, in solche Etablissements gehe ich nicht. Ich hätte es jetzt aber fast gedacht. Sagt Ihnen dieser Ausweis etwas? Nein. Gut, aber vielleicht hast du den Typen schon gesehen. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, Monsieur. Sollte ich ihn kennen? Maybe. Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Okay, den kann man bestimmt verarschen. Würden Sie mir die Hand geben? Nicht, solange ich im Dienst bin, Monsieur. Schade. Irgendwann muss das doch mal funktionieren mit dieser... Vielen Dank für Ihre Hilfe. Mit diesem Schabernack-Geräteteil-Dingens. Ja, der Typ ist auch nicht ganz helle, oder? Der vielleicht Flap kennt? Was ist denn jetzt? Gut, dann krabbel ich jetzt doch einfach mal da an dieses, an diese Konstruktion da. Mal schauen, was dann passiert. Vorsicht! Lassen Sie das Fenster zu, Monsieur. Finden Sie nicht, dass es hier etwas stickig ist? Lieber stickig als tot. Was? Was ist denn los? Probleme mit Autoabgasen? Nicht nur das, Monsieur. Aber auf der anderen Seite hat eine neue Hamburger Bude aufgemacht. Zum lachenden Büffel. Ja und? Die braten ihre Hamburger auf einem Holzkohlegrill und das Fett tropft in die Flammen. Wie viel organische Masse und Rauchpartikel dabei freigesetzt werden, ist einfach unglaublich. Seit die Bude eröffnet wurde, hat sich die Luftverschmutzung hier verdoppelt. Und es stinkt wie auf einem Scheiterhaufen. Darum halte ich die Fenster verschlossen. Okay. Ich würde gerne irgendwie an dieses Dreibein herankommen. Jetzt müssen wir den Die Vitrine enthält das Dreibein, das in der Schriftrolle beschrieben war. Aber eigentlich wollte ich ja mit Lobineau sprechen. Naja. Aber hier scheint es nicht weiterzugehen. Okay. Ein alter ägyptischer Sarkophag, auf dessen Deckel ein wunderschön gemaltes Bild des Besitzers prangt. Wer ist das? Mach up. Lassen Sie die Finger davon. Der Schrank ist mehr als 3000 Jahre alt. Der Schrank. Schrank? Das ist ein Sarkophag. Okay, ja. Gut, jetzt natürlich die Frage, können wir jetzt noch irgendwas machen? Müssen wir dieses Dreibein klauen oder können wir jetzt erst nochmal zurückgehen? Aber dieser Lobineau scheint aber momentan nicht hier zu sein. Also zumindest komme ich hier nicht weiter. Nee, da scheint nichts weiter zu sein. Gab es vor dem Hotel vielleicht noch irgendetwas? Nee. Aber zumindest haben wir eine Spur. Möglicherweise können wir... Sollten wir vielleicht nach Irland? Bouchery, ich glaube, ich spreche noch mal kurz mit Nico, dass dieser Lobineau wohl momentan nicht im Museum zu finden ist. Hallo, ich war im Museum von Kroon. Ja. Hast du mit Lobineau gesprochen? Nee. Nein, er war nicht da. Genau. War nicht ganz so erfolgreich, die ganze Geschichte. Obwohl, vielleicht, ja, die Dreibein-Geschichte könnte recht interessant sein. Ich habe das Dreibein gefunden. Wo? Im Museum. Es gehörte den Templern. Es wurde in Irland ausgegraben, in Loch Marne. Ich habe von Loch Marne gehört. Ich nur. Ich habe einen Artikel über das Schloss gelesen. Sie selbst. Ein populäres Klatschmagazin. Liest du so einen Schund? Nein. Ich schreibe dafür. Gräbt das mittelalterliche Schloss in Loch Marne aus. Es ist merkwürdig. Was? Er trat von seinem Lehrstuhl in Durham zurück, um sich ganz der Ausgrabung zu widmen. Nicht nur das, er sagte die Dreharbeiten für den vierten Teil seiner populären Fernsehserie ab. Die okay. Ausgrabungsstätte in Loch Marne muss für ihn unheimlich wichtig sein. Er ist ein Professor für Geschichte, die sind alle durchgedreht. Trotzdem, ich möchte mit diesem Professor Pegram reden. Was hältst du von einem Ausflug nach Irland? Könnte mir gefallen. Hä? Aber ich kann nicht. Ich möchte den Fall Bilotta weiterverfolgen. Wenn du wirklich glaubst, der Edelstein von Pegram sei wichtig, warum fährst du dann nicht nach Loch Marne? Alleine? Ich weiß nicht. Wo genau liegt Irland? Amerikanski.
Schauen wir uns die Nein, verdammt, ich hab's schon wieder getan. Ich bin so dämlich. Okay, aber vielleicht fällt Ihnen jetzt noch was anderes zu diesem Dreibein ein. Mit Schwert und einem Stier. Zwischen Ihnen steht ein Edelstein auf einem Dreibein. Okay, nee. Wieso kann ich hier eigentlich nicht raus? Ich möchte hier raus. Ich möchte bitte dieses Bild verlassen. Ich möchte nicht jedes Mal es anklicken. Ein Ritter auf der durch. Eine Frau. Aber da. Aber die. Aber da. Also. Da arbeitet. Zickidibum. Genau, so, dann bin ich wieder draußen. Okay. Hast du noch etwas über die Morde herausgefunden? Nun, vielleicht ist das nicht wichtig, aber beide Opfer haben dieses Jahr Paris besucht. Wann? In der zweiten Juliwoche. Sie waren beide zur selben Zeit hier. Haben sie sich getroffen? Weiß ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist. Okay, das ist ein bisschen merkwürdig. Ich muss gehen. Okay, ich sehe dich später. Der zweiten Juliwoche. Was zur Hölle? Gut, kurz abhusten, ja, so geht's weiter. Okay, also, lass uns kurz Revue passieren. Wir haben das Dreibein gefunden, was auf diesem Pergament auch verzeichnet war. Und das angeblich einem John Dee gehört, wo der Name mir zwar irgendwie was sagt, aber ich nicht wirklich weiß, was er gemacht haben soll. Ist auch erstmal egal, glaube ich. Auf alle Fälle, der Fundort des Dreibeins befindet sich in Irland in Loch Maher. Ich denke, wir sollten vielleicht wirklich zusehen, dass wir mit George nach Frankreich nach Irland kommen. Oh, guck dann. Wenn wir die Möglichkeit haben, das sieht sehr danach aus. Und uns mal dieser Ausgrabungsstätte was näher widmen bezüglich des Edelsteins, von dem der Professor in dem Klatschmagazin geschrieben hat. Auf dem Weg nach Loch Maren komme ich an dem Schloss vorbei. Das Schloss, in dem Pegrams Ausgrabung stattfand. Ha, Irland, ach wie toll, die grüne Insel, Land der Dichter und Denker. Es ist nicht nur Deutschland, wo es herausragende Dichter gab, die englische Dichtkunst ist auch ziemlich bekannt. Gut, und es gab auch einige bekannte irische Autoren, wo mir jetzt aber gerade überhaupt kein Name einfällt. Kommt Hemingway nicht aus Irland? Ich weiß es nicht, ich will mich da jetzt nicht in Nesseln setzen. Eine Falltür im Gehweg. Herzlichen Glückwunsch. Kannst du die aufmachen? Nee, wir gehen erstmal kurz hier rein. Oder nein, wir quatschen erstmal mit dem Magier hier. Mal schauen, was er uns zu erzählen hat. Hallo da drüben. Was? Wie heißt du, Kleiner? Wen nennen Sie hier Kleiner? Wer zum Teufel sind Sie? Größer als du. Auf alle Fälle. Ist das Blantard? Ich bin George Stobbart und ich gehöre zu den Guten. Ach, verdammt. Sie haben Rad ab, Mister. Noch alle Tassen im Schrank? Lass den Quatsch und sag mir deinen Namen. Liam Maguire. Und warum hängst du hier in der Bar rum, Maguire? Ich bin auf der Flucht. Vor meinen Alten. Warum? Hast du irgendwas ausgefressen? Ey, Mann, ich hab nichts gemacht. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben, Kleiner. Ist es dein Vater? Naja, wissen Sie, er trinkt. Sogar den letzten Penny schüttet er sich noch in seinen verdammten Hals. Und dann ist da noch meine alte Mutter. Liegt im Bett, todkrank. Ich hab versucht, Medizin für sie zu kaufen. Hab für Pater Mahoney Feuerholz gehackt, bis meine Finger geblutet haben. Der alte Geizhals hat mich auch noch betrogen. Aber ich hab die Pennies, die er mir gegeben hat, nach Hause gebracht. Ey, Mama, hab ich gesagt. Guck doch mal, was dein Kleiner mit richtig ehrlicher Arbeit verdient hat. Und da plötzlich taucht mein Alter auf und krapscht sich die Kohle. Ich geh nach Dublin, sauf mir einen an, sagt er. Pass bloß auf, wenn ich zurückkomme. Und da bin ich abgehauen. Irgendwie sagt mir das Grinsen auf seinem Gesicht, dass das wohl nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Im Vergleich zu ihm war Huckleberry Finn das reinste Unschuldsengelchen. Mein Reden, die Geschichte hörte sich für mich sehr konstruiert an irgendwie. Ja, wer glaubt sowas? Seine Mutter todkrank, Vater ist Säufer. Er hat einen Leidensweg hinter sich in seinem noch jungen Leben. Ja, nee, ist klar. Ja. Hoffen wir wenigstens mal, dass sein Name vielleicht richtig ist. Was kannst du mir über das Schloss erzählen, Maguire? Was wollen Sie wissen? Naja, kann ich da reinkommen? Nee, das Ding ist abgeschlossen. Wohnt da jemand? Nee. Nur... Was? Wie? Ach, nix. Was? Du weißt doch was über das Schloss, was du mir nicht sagst, hä? Nö. Was ist da los? Gibt's da was, wovor du Angst hast? Ich habe ja überhaupt nichts Angst. Für einen Jungspund sieht er irgendwie schon relativ alt aus. Und da kommt mir das nur so vor, ich weiß nicht. Ich gebe dir noch eine letzte Chance, mir was über das Schloss zu erzählen. Ach ja? Und wenn ich nix sage? Dann bringe ich dich in die Schule zurück. Oh,
Da gibt's ein Gespenst. Oh Gott. Wir nennen es das Phantom von Loch Marn. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du an Gespenster glaubst, ha? Mister, das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Dienstagnacht bin ich hingeschlichen. Wollte mir mal ansehen, was die ganze Graberei sollte. Gerade als ich oben an der Mauer bin, höre ich dieses abgefahren gruselige Geräusch. Was für ein Geräusch? So ein ekelhaftes Schnaufen und Schnüffeln. Wie das Schwein von O'Brien, nur schlimmer. Kam aus dem Schloss. Okay. Hast du herausgekriegt, wer dieses Geräusch im Schloss gemacht hat? Noch was? Ich war da auf der Mauer wie festgefroren. Es war so hell wie unter Rosie O'Hallahans Rock. Der Hof war voll mit Schatten, in dem sich alles Mögliche verstecken konnte. Ich wäre ja nach Hause gegangen, aber meine Beine wollten einfach nicht. Hast du das Gespenst gesehen? Na und ob, Mann! War das gruselig. Ich saß da also auf meinem Hintern rum und hab gewartet, bis der Mond unterging. Und da ist es dann aus dem Schatten rausgekommen. Ganz grau und zerlumpt und verkrüppelt wie eine alte Weide. Dann höre ich dieses Rumtapsen und Platschen und einen grauenhaften Schrei im Dunkeln. Ich hab mich dermaßen erschreckt, bin doch glatt von der verdammten Mauer runtergedonnert. Okay. Ich bin sicher, dass es eine vernünftige Erklärung für das gibt, was du gesehen das hast. Das denke ich aber auch. Natürlich gibt's die. In dem verdammten Ding spukt's. Na gut, ja. Ich schaue gerade auf die Uhr. Ich denke mal, ich habe schon wieder überzogen. Ich werde das Gespräch jetzt mal an dieser Stelle hier beenden. Und ja, ich denke, wir werden dann an dieser Stelle das nächste Mal möglicherweise weitermachen. Aber da schauen wir einmal, ne? Also Leute, interessant. George ist in Irland, in Loch Marn, auf der Spur nach einem alten Edelstein. Nico ist in Frankreich geblieben und versucht weitere Nachforschungen anzustellen in Bezug auf die Eiskönigin. Und ja, gucken wir doch einfach mal, wie sich die ganze Sache weiterentwickelt. Es bleibt auf alle Fälle spannend, Freunde der Sonne. Okay, ich verabschiede mich. Wie immer, schönen Abend noch und bis dann, Leute.